Ja, so könnt ihr mit gemischten Gefühlen den Hesinde-Tempel wieder verlassen und in Richtung Nordwesten gehen. Hier am Arena-Viertel könnt ihr jetzt auch erkennen, wie wohl die Straßen ungemein verbreitert worden sind und gerade von Norden in Richtung Süden einige Häuserzeilen noch abgerissen worden sind und auf dem, ja, Kies, auf dem Sand, auf den Steinen der Stadt, wo normalerweise eine ganze Menge an Händler stehen, irgendwelche Leute, die sich hier mit ihren Karren hingestellt haben. Alles wurde entfernt und die Straßen weisen tiefe Rillen ein, die dann direkt in Richtung des Immernstadions führen. Was ist das denn für Rillen? Das ist doch bestimmt. Wie groß sind diese Rillen? Könnte ein ziemlich großer Wagen sein, aber von den Proportionen her, von dem Achsabstand, sicherlich 3 Meter breit, wenn nicht noch breiter. Kafim stellt sich einmal in die Mitte, breitet die Arme aus. Das ist der Ogerlöffel. Das ist doch ein riesiges Geschütz, glaubt ihr nicht auch? Die Spuren. Das wird super. Ich freue mich schon richtig. Oh. Die Herren der Stadt werden sich hinterher beschweren, das glaubt er aber. Wenn die Stadt untergegangen ist, beschwert sich keiner. Wenn die Stadt nicht untergegangen ist, glaube ich, sind die Leute froh, dass die Stadt nicht untergegangen ist. Und ja, beschwert wird sich danach trotzdem, ja. Wollte gerade sagen. Ihr habt recht. Ich denke, wir sollen uns später darüber Sorgen machen, ob die unzufrieden sind, damit dass wir ihre Straßen kaputt machen. Ich freue mich schon darauf, dass sie sich dann beschweren. Ja, so könnt ihr weiter in Richtung Norden gehen und dort dann wieder eingelassen werden. Ihr könnt jetzt erkennen, wenn ihr die alte Residenz betretet und dann die Treppen wie automatisch nach oben wandelt, wie dort bereits alle sitzen. Answin ist bisher noch nicht da, der sollte ja wohl im Boron-Tempel dann die Weihe erbitten oder den Segen, wenn ihr jetzt noch erkennen könnt, der beim letzten Mal nicht dabei war. Professor Dottore Rodrigo ja Ravendosa, den Prospektor, den ihr mitgebracht hattet. Talorion Tansang hat bereits angefangen mit einer, ja, mit seiner Rede, hat dann also auch nicht auf euch gewartet. Danos von Luring ist mit dabei. Marschall Ludalf, den ihr gerettet hattet aus den Erdspalten, aus den Rissen, der wurde ja ebenso mit Answin herbei transversalisiert und auch Storko von Gareth ist mittlerweile anwesend, sodass sich jetzt der Rat der Helden etwas weiter aufgefüllt hat. Ja, und ich bin gerade dabei, mit den anderen Schützen ein paar Milizen auszubilden. Wir wollen vor allem dann dafür sorgen, dass jeder mit Pfeil und Bogen umgehen kann. Ein paar Schützeneinheiten, die wir ausgehoben haben. Nickt euch an, nickt euch zu, vor allem Ömer nickt dazu und hat dann wohl seinen Bericht gerade abgeschlossen. Sehr gut, zu spät, hinsetzen. Ja, ich setze mich auch hin. Ich würde noch einen Platz suchen. Noch bevor die Worte seine Lippe verlassen haben, setze ich mich. Ich bleibe jetzt nicht stehen. Also gut, da die anderen bereits die Berichte abgegeben haben und es wenig von uns Neues gibt, was habt ihr mittlerweile herausgefunden? Die Götter lächeln auf uns hinab. Wir konnten nicht unweit der Stadt den Stab des Boron wiedererlangen. Stab des Vergessens. Ich stupse Rafim an, dass er den mal zeigen soll. Ja, Rafim holt ihn ehrwürdig heraus, zeigt ihn einmal in die Runde Einiges und Gemurmel. steckt ihn wieder ein. Mit seiner Hilfe sind wir zuversichtlich, werden wir den schwarzen Drachen zerschmettern und ihn endlich zu seiner ewigen Ruhe bewegen. Des Weiteren konnten einige Maßnahmen für das Eindringen und die Bekämpfung der Festung aufgestellt werden. Mit Hilfe der Analyse der Baupläne, die der Weißen Gilde gnädigerweise zur Verfügung gestellt wurden. Die Analyse ist derzeit noch im Gange. Es wurden jedoch schon einige interessante Entdeckungen gemacht, unter anderem die Fortbewegungsmöglichkeit der Festung. Diese beruht auf Limbusmagie wie auch auf der Manipulation der verderbten Elemente, also vor allem der Luft. Die Limbusmagie wird gehalten von 7 Mindurium-Säulen, den sogenannten Ätherkrallen. Diese verankern planastrale Portale. Dadurch bewegt sich die Festung vorwärts. Es scheint jedoch so, dass die Festung nur einmal das Magnum Opus hätte zünden können und sich seitdem, also seit Wehrheim,
Astralrisse gebildet haben. Die Festung scheint also auseinanderzubrechen und könnte das tatsächlich tun, wenn sie dieses Magnum Opus noch ein zweites Mal zündet. Derzeit werden einige Möglichkeiten geprüft, um auf die Festung zu gelangen, beziehungsweise diese in Bewegung oder Ausführung des Magnum Opus zu stören. Klingt schon mal nach guten Nachrichten. Vielleicht zerbricht sie auch einfach über der Stadt, wenn sie aus dem Limbus rausbricht. War es also doch nützlich, dass wir den Graumagiern von Prischer diese Aufzeichnung gegeben haben. Natürlich Rondrigans Versagen, dass er dies nicht bereits vorher tat. Es scheint auch so, dass die Pläne, die uns zur Verfügung gestellt wurden, eine Verbindung mit der Festung haben. Das heißt, wir können quasi in Echtzeit beobachten, was für Veränderungen sich dort tun. Es besteht die Möglichkeit, dass wir nur das sehen, von dem Galotta auch will, dass wir es sehen. Dies sollte im Hinterkopf behalten werden. Die Tür wird aufgestoßen und ihr könnt jetzt sehen, wie mehrere weitere Leute eintreten. Der Raum wird also voller. Zum Teil könnt ihr Bruder Stygoma sehen, den ihr vor kurzem erst gesehen hattet. Answin begleitet ihn. Und danach treten ein der Hofgeweihte des Praios, Arius von Wulfen. Derjenige, der als Mund des Jahresorakels dazu befähigt ist, die Vision von Praios mit der Stadt zu teilen. Und neben ihm, hinter ihm, ein hünenhafter Praios-Hochgeweihter, Volmian Praiobur Lustratus von der Sakrade. Zumindest Jalan ist dieser Name natürlich auch ein Begriff. Dahinter ein Rondra-Hochgeweihte, Junivera von Cheswick und ein weiterer Rondra-Geweihter, der vor allem dadurch auffällt, dass er auf einem Holzbein hereinklonkt und ihm fehlt wohl auch ein ganzer Arm. Ich erhebe mich, wenn die eintreten. Lass mich dann wieder hin, sobald die sitzen. Ja, wird aber nur beschwichtigend eine Hand hochgehalten nach dem Motto, bleib ruhig sitzen, wird ihr zugenickt und man stellt sich dann einfach nur an die Tür, sodass man dann mithört, was gerade besprochen wird. Wie gedacht? Es ist, verzeiht, fort. Wie gedachtet ihr, nun ja, nicht die unmittelbaren, sondern die mittelbaren Auswirkungen des Magnum Opus zu bekämpfen? Eine Zerstörung der zentralen Stadt, falls sie wirklich das Magnum Opus zünden, ist unvermeidlich, aber vielleicht kann man die angrenzenden Viertel retten. Wie ihr wisst, ist der Herr der Unelemente nicht Herr über das Wasser. Vielleicht könnte man mit reinem elementaren Wasser bzw. geweihtem Wasser, nun ja, die schlimmsten Brandherde bekämpfen. Eine ausgesprochen gute Idee. Wir werden vielleicht den Fluss anschwellen lassen und dann überall in der Stadt ein paar Wassertonnen verteilen. Und mit ein paar meine ich viele. Einer der erörterten Pläne war es ebenfalls, dass man, falls sich eine Zerstörung der Festung nicht ergeben sollte, versuchen sollte, das Magnum Opus gegen den Willen seiner Erschaffer über der Dämonenbrache auszulösen, von der Stadt fern. Wir sind der Ansicht, dass es eine weitere Anwendung dessen nicht mehr aushalten sollte. Ist es möglich, diesen Bach zu stauen? Gibt es eine Kanalisation unter dieser Stadt? Verständlich, sie ist riesig, dreigeschossig. Könnte man diese Kanalisation gezielt überfluten lassen, sozusagen, dass bestimmte, Viertel unter Wasser stehen? Es würde doch vielleicht etwas helfen, die Brandursachen zu bekämpfen. Na, das würde sicherlich gehen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass dort unten noch einige Obdachlose wohnen, die sich dorthin zurückgezogen haben. Natürlich auch einige Fluchttunnel von Kriminellen. Aber um die wird es, wenn wir andere Viertel retten können, nicht schade sein. Dieses Opfer bin ich gerne bereit zu gehen. Und wann würde sich das Problem mit den Wassertonnen sparen? Ich werde einmal mit den übrigen Effort-Geweihten sprechen, ob dies möglich ist und inwiefern wir den Fluss auf einiges Volumen an vergrößern können. Wir brauchen viel Wasser. Es gibt noch eine weitere Theorie. Der Stab des Vergessens hat eine Vision ausgelöst bei dem Stabträger Raffin.
Und aufgrund dessen und der Kombination, dass die Festung eigentlich nur einmal Markum Opus abgeben sollen können würde, laut Plan, gibt es die Theorie, dass vielleicht Temporalmagie benutzt wird, damit die Festung noch immer da ist, wo sie ist. Also sprich, dass sie noch immer nicht zerstört ist, obwohl sie eigentlich hätte zerstört sein sollen. Galotta hatte früher fixe Ideen davon, wie man Temporalmagie benutzen kann, aber er war nie besonders gut darin. Ich glaube nicht, dass er diesen Zauber gemeistert hat. Wir werden uns die Festung noch einmal ansehen müssen, beziehungsweise ich werde mich selbst noch einmal mit Prischer verständigen und mir diese Karte ansehen, wenn sie dort diese Zeichen mittlerweile zu interpretieren weiß. Vielleicht finden wir ja einige Glyphen darauf, die auf Temporalmagie hindeuten. Die Analyse werde ich morgen im Gespräch mit den Magiern in der anderen Akademie ansprechen. Ausgezeichnet, wir sollten uns vielleicht den ankommenden oder bald ankommenden Flüchtlingen widmen, wie wir sie empfangen wollen, wie wir sie organisieren möchten. Wir haben bereits eine Nachrichtensperre am Norddorf hängen lassen. Die KGA hat das unter Kontrolle. KGA hat das unter Kontrolle? Mit Rondrigan Palikan, ja? Mit derweil Answin von Werheim. Er schaut einmal zu Answin, der an der Tür steht. Er zuckt mit den Schultern, nickt dann. Gut, vielleicht sogar noch vorher. Wir müssen versuchen, die Bevölkerung zu informieren, und zwar zu unserem Vorteil. Die Information wird so oder so nach Garrett gelangen. Wir müssen überlegen, wie wir diese Information zu Unternutzen, ja, ummünzen können. Vielleicht könnte man, nun ja, die Sache so hindrehen, dass die Reichsbehüterin für Garrett, für das Reich gestorben ist und es Aufgabe der Garretter Bürger ist, diese zu rächen. Ist es ja wohl auch. Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass die Garretter Bürger gegen dämonische Kräfte zur Wehr setzen mussten, nicht wahr? Das stimmt. Wir hatten darüber nachgedacht, wie man am besten den Patriotismus der Menschen hier einfangen kann und statt Panik auszulösen, eher Wut und nun einen zielgerichteten Aufstand gegen den Feind. Wir planen derzeit, die Bürger Garretts an die 8 Märtyrer zu erinnern, die sie ja auch damals schon zu ihrer Erlösung von der Dämonenherrschaft geführt haben. Als ich einst Vuhal in Bosporan die schöne Kaiserin Hilahoras zur Herrin aller Menschen und Götter ausrief, war der Protest in dieser Stadt, in dieser Metropole am Gardel am lautesten. Auf Geheiß der Priesterschaft entsandte man 8 Bürger nach Bosporan, um die Kaiserin umzustimmen. Noch heute werden sie in Garrett, in dieser Stadt, als die 8 Märtyrer verehrt. Hilahoras hört die Gesandten an und ließ sie dann öffentlich verbrennen mit den an die Götter gerichteten Worten: Die ihr zu euch spricht, ist Hilahoras, eure Herren. Ich befehle euch, nicht in meine Angelegenheit zu mischen. Wenn ihr mich aufbegehren wollt, dann kommt herab und löscht diese Flammen. Als daraufhin nichts Außergewöhnliches geschah, nahmen die Einwohner Bosporans das Schweigen der Götter als Beweis, dass die Kaiserin tatsächlich den mächtigen Alverans gebieten konnte. An diesen Glauben ändert sie sich auch nichts. Als dann 3 Tage später verheerende Überschwemmungen das liebliche Feld heimsuchten und die Ayakvia Bosporan wie niemals zuvor überflutete, nun ja, dies war ein Zeichen der Götter an die Kaiser des Alten Reiches und an die Bewohner Garrett. Nehmt euch dies zum Vorbild. Die 8 Märtyrer werden noch heute von den Garrettern als Stadtheilige angesehen.
Der heilige Eboreus, ein Richter, wird vor Geschäftsabschlüssen, Gerichtsurteilen und bei Streitigkeiten angerufen. Der heilige Emmeran, ein Falkner und Vetter Rauls von Gareth, wird vom Stadtadel mit Beizjagden und üppigen Festen geehrt, gilt aber auch als Heiliger der Gastfreundschaft und ist daher bei Reisenden beliebt. Den heiligen Lucian, einst Totengräber, bittet man um Seelenruhe für die Toten und Schutz vor Untoten. Der heilige Vitus, ein Soldat, ist Schutzheiliger der Stadtgarde und gilt als Beschützer der Beschützer Gareths schlechthin. Die heilige Chelissa, um fortzufahren, war die Leiterin deines Waisenhauses und wacht bis heute noch über die Kinder, die Armen und die Kranken. Die heilige Duridania, eine einfache Tänzerin, bittet man auch heute noch in Rajas Namen um einen unbeschwerten Tag und erst der Liebste bei Sonnenuntergang an einen Denke. Die heilige Palinai, eine Bäuerin von der Rosskuppel, noch ihr bringt man heute noch einen Teil der Ernte zum Opfer und bittet sich um eine reiche Ebenene. Die heilige Jacinthe, eine Goldschmiedin, und hält ihre schützende Hand über das Kunsthandwerk. Eine gute Idee. In dem Meternienbuch ist aufgeführt, was sie getan haben. Sie genießen überall Verehrung, es gibt überall Symbole, bürgerliche Tugenden und Patrone der Stadtfreiheit. Es gibt viele Statuen und Schreine, die man hier findet, an allen Straßenecken. Es gibt einige Türme, Brücken und Ehrenzeichen oder Spießbürgerregimenter, die nach ihnen benannt sind oder sogar Feste. Etliche Geräte in der Gegenwart und in der Vergangenheit haben ihre Kinder nach einem der Märtyrer benannt oder führen selbst einen großen Namen. Wenn die Bürger der Stadt an ihr Opfer erinnern können, können wir sicherlich auch das göttliche Feuer in ihnen entfachen. Sie werden im Angesicht des Feindes nicht wanken. Einzelne mögen fallen, doch Gara wird bestehen. Das ist die Botschaft. Der Rondrianer mit dem Holzbein nickt, tritt dann selber hervor. Ich habe damals an Galotta meinen Arm und Bein verloren, ein Oger riss und biss sie mir aus. Ich werde mich selbst, wenn es sein muss, und wenn ich meinen Anteil leisten kann, an die Statuen stellen und für Vitus predigen, für Lucian, für Emmeran, gegen Galotta. Ich kann vielleicht kein eigenes Schwert mehr halten, aber predigen, das vermag ich. Und je eher ihr das tut, euer Gnaden, desto besser wird es für Gareth sein. Wir sollten so schnell wie möglich damit anfangen, den Tatendrang der Garetha zu entfachen. Die Worte der Götter und der Heiligen müssen von jeder Straßenecke gehört werden. Jeder Tag- und Nachtzeit. Damit tritt dann einmal der Verkünder des Wortes Praios nach vorne, nickt dir zu, die Gemeinschaft des Lichts. Wir wissen, die Verse aufzuhalten. Wir werden mit der Sonnenlegion Kettenhemd und weißen Wappenrock in unseren rot-goldenen Schärpen umherziehen. Breitkolben, Hellebarden, glänzende Rundschilde. Wir werden diese Zauberei zurückwerfen. Ich werde die Lichtverehrer, die Bringer und die Träger, werde sie durch die Straßen jagen. Sie sollen Trost spenden und lauthals predigen. Diese Stadt ist Praios-Stadt. Sie ist und wird immer sein. Doch jenes fliegendes Ungetüm spottet seinen Gesetzen und wird nimmer sein. Lux vobiscum. Lux triumphat. Lux triumphat. Wie die Stadtherren sicherlich bereits mitbekommen haben, wird der Ogerlöffel in Position gebracht und sollte schießen können, sobald die Not gegeben ist. Sind nicht sicher, ob damit sich wirklich etwas ausrichten lässt, aber es ist besser als gar nichts. Weitere Möglichkeiten zur Bekämpfung der Festung werden wir noch aufspüren. Derzeit prüfen wir die Möglichkeiten einer Sabotage der Festung selber, indem wir dorthin gelangen und größere Mengen Bandstaub unter anderem dort anbringen, um die Magie zu stören. Magister Melvin streicht sich so ein bisschen durch seinen weißen Bart. Wir werden die Feuerflaggen aktivieren. Wenn ihr mögt, könnt ihr selber damit schießen. Oder dann zu euch. Ansonsten wahrscheinlich die Zwerge.
Wobei, mit Drachenmagie werden sie sicherlich wenig zu tun haben wollen. Ihr kennt die Statuen hier im Palastgarten? Ja, aber was haben diese damit zu tun? Ja, diese metallischen Statuen, die einen stürzenden Falken darstellen, sie sind aus Mondsilber gefertigt. In den Augen sind Rubinen. Gibt einen Schnabel aus Arcanium. Pentaphonisches Kandunom mit einer schnellen Abraxierung zur Anwendung purgatorischer Destruktionshermetik. Das war meine Idee. Nach der Nacht der brennenden Himmel wollte Ema ein paar Artefaktmagier wie Meister Syronius und die Magister der Schwert und Stab. Und wir haben dann diese Feuerfalken ersonnen, die wir der Arcanovi verzauberten. Es gibt ein paar auslösende Worte, die sowohl den Cantus des Ignifaxius mit der Reichweite Horizont als auch einen Ignisfero-Cantus auslösen. Ich glaube, dass es vielleicht nicht angebracht ist, gegen die Festung selbst zu schießen, aber so sie denn fliegendes, dämonisches Getier bei sich haben, könnte es auf alle Fälle den Luftkampf auf ihrer Seite vermindern. Wenn ihr mögt, kann ich euch nachher oder morgen den Umgang mit diesen Belagerungswaffen zeigen. Sie schießt sich nicht anders als eine Armbrust. Sehr gerne. Vielleicht gelingt es uns damit ja, einige Karakilim oder die schwarzen Greifen vom Himmel zu holen. Nun, wir hatten außerdem Sinn, nun ja, einige schwere Aale umfunktionieren, dass sie so ähnlich funktionieren wie bei der Vogeljagd. Diese Netze müssten allerdings vom Ingrim-Tempel gesegnet werden, damit sie irgendeine Wirkung erzielen. Aber ich denke, das ließe sich machen. Ich werde mit dem Vorsteher des Tempels reden und mit ihm diese Option durchsprechen. Ja, während du das sagst, kannst du sehen, wie die Tür aufgestoßen wird und Thorn Eisinger und eine kleine Zwergin hineintreten, beide samt Ruß verschmiert, topfen sich dann gerade noch mal so ein bisschen über die Schmiedeschürze, die sie immer noch nicht abgelegt haben. So. Verzeiht, dass wir zu spät kommen, aber wir haben jetzt 2000 Kleven, 1000 Säbel, 5000 verstärkte Knüppel, 2000 Kurzbögen und 50.000 Pfeile. Das klingt gut. Ist es genug, um mein Heer auszustatten? Nicht annähernd genug, um ganz Gara zu bewaffnen. Ein schöner Anfang. Achso, hat Answin euch von der Artillerie erzählt? Ihr nickt. Genau, die 50 leichten Hornissen und Ballisten, 12 mittelschwere Rotzen und 10 schwere Geschütze. Onaga, Rotzen, überschwere Rotze, fetter Alrik. Damit lässt sich bestimmt was anfangen. Sollte sie aus dem Himmel holen. Und sei es nur, um sie lang genug zu beschäftigen, dass die Festung von innen vernichtet werden kann. Wie geht die Wiederanfügung der Schwarzen Lanze voran? Fensterfang. Wir können dies natürlich sofort tun. Wir müssten einmal noch darüber nachdenken, inwiefern wir dafür sorgen, dass die Lanze dieses Mal nicht bricht. Die Endurium-Speerspitze ist natürlich... Bin gerade am Überlegen. Eine fixe Idee, die ich morgen noch einmal mit Albrax diskutieren muss. Vielleicht sollten wir sogar dafür sorgen, dass sie bricht und splittert. Ihr meint, sobald sie den Drachen einmal trifft? Genau, dass sie stecken bleibt. Sie muss tief eindringen und dann dort drin bleiben. Das könnte ihn schwächen. Vielversprechend. Gerade jetzt, wo die Segnung vollzogen wurde. Wenn man zusätzlich das Holz segnen würde und dieser Schaft brechen würde, würde dieses ihm zusätzliche Pein verursachen. Wenn es ihn schon nicht umbringt, würde es ihm auf jeden Fall nicht gefallen. Ich
Wir werden wahrscheinlich sowieso nur einen Anlauf bekommen. Von daher, wenn sie stecken bleibt, ist es gut. Die Lanze war eigentlich konstruiert für zunächst Brynn und später dann Ema. Wer führt sie jetzt? Ich schau mal Danos an. Er schaut auch zurück, scheint zu nicken. Ich lege Jalan eine Hand auf die Schulter. Nun, wir haben einen Drachen, einen Lanzenreiter direkt hier. Und wir haben den besten Lanzenreiter im ganzen Reich auf der anderen Seite des Tisches. Ich bin natürlich noch nie gegen einen Drachen geritten, aber den Titel könnte ich mir auch noch verdienen. Ritterkönig bin ich immerhin schon. Müsst ihr dazu unbedingt auf einem Pferd sitzen? Nun, ihr könnt mit einer Lanze schlecht anrennen. Ihr könnt, aber... Nun, ich dachte mir an einen... Nun ja, einen fliegenden Anritt. Führt aus. Ich bin noch nie geflogen. Die Geschwindigkeit, die ein Pferd dem Untergrund, also als mit Kontakt aus zum Boden hat, die ist verheerend. Nun ja, stellt euch diese Geschwindigkeit doch einmal vor auf einem, nun ja, einem fliegenden Gefährt. Habt ihr eins? Wir arbeiten daran. Meint ihr, dass wir uns in den Ogerlöffel setzen? Das mache ich nicht mit. Nun ja. Wollen wir auch gehofft haben, aber mir. Nun, ich dachte an andere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, wir müssen erst unsere Optionen prüfen, bevor ich jetzt den Leuten Hoffnung mache. Aber könnt ihr euch jetzt grundsätzlich vorstellen, auf einem fliegenden Gefährt, solange es nicht der Ogerlöffel ist, dem Drachen entgegenzureiten, zu fliegen? Eine nette Idee, aber wenn ich einen Drachen zu Fall bringe, dann mit einem guten Pferd. Nun, ja. Ansonsten, Jalan hat natürlich genauso passabel geritten. Ich habe gesehen, wie er den schwarzen Ritter aus dem, naja, also nicht aus dem Turnier warf, aber immer und immer und immer wieder angeritten ist. Wenn jemand wagemutig genug ist, um es auf einem Fluggefährt zu benutzen, dann sollte vielleicht, wenn ihr den Titel eines Ritterkönigs nicht führt, aber vielleicht solltet ihr euch ihn erwerben können. Ich bin mir sicher, sollte der Moment kommen, wird Rondra den Besten auserwählen. Oder vier. Schauen wir, wie wir es schaffen zu fliegen und dann greifen wir dieses Thema wieder auf. Nun gut, wie gesagt, wir werden noch einige Pläne mit einigen Leuten erörtern innerhalb der nächsten 2 Tage. In der Hoffnung, dass wir bis dahin eine sichere Vorstellung haben, wie wir in diese Stadt eindringen, wie wir sie vernichten, wie wir Galotta zu seinem schwarzen Herrn schicken. Also gut, dann erwarte ich, dass jeder von euch morgen weiterarbeitet, mit den Aufgaben betreut, die er bekommen hat. Damit beende ich diese Sitzung für heute und wir sehen uns in 2 Tagen wieder.